Bettina, dann wiederhol doch bitte noch mal dein Anliegen. So, es geht um Folgendes. Ich habe so eine krasse, eigentlich eine Familiengeschichte, die immer auf Tod und Krankheit aufgebaut ist. Also meine Mutter hat Krebs, meine Schwester hat irgendeinen Blutkrebs, meine Oma, die ist ganz zeitig an Krebs gestorben, da wurde immer dieses Leid mitgetragen und meine Urgroßmutter ist schon mit ganz jungen Jahren, also von dieser Großmutter, die an Krebs gestorben, die ist schon ganz jung, mit 26 ist die auch ein Kind, also ist die an der Krankheit dann gestorben und immer fußt sich die ganze Familiengeschichte auf diesen Leid. Und das geht mir so auf den Sack, dass mich das total antriggert, wenn das Thema wieder auf den Tisch kommt. Aber was mich am schlimmsten stört, also gestern kam dann so diese Wut darüber hoch, ist, dass diese ganzen Menschen aus meiner Vergangenheit, die ja selber total belastet waren, dann ihre Kinder wieder überfordert haben. Also zum Beispiel musste dann meine Mutter, die musste ganzzeitig in so eine Wochenkrippe, wo sie dann den ganzen Tag war. Das hat die auch wieder geschädigt auf irgendeine Art und Weise. Und ja, die haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, sich selber gut zu schützen oder selber ihre Grenzen zu kennen, sodass der Körper dann halt einfach mal Tribut gezollt hat. Und ich habe da keinen Bock mehr, sondern ich will da ja aussteigen und nicht dieses Rad weiterspinnen und an meinen Sohn weitergeben. Das klingt doch sehr gesund. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie kann man das aufzeigen. Jetzt nehmen wir mal, wir beginnen mal mit den Klötzchen. Rot, das ist die Bettina von heute. Die sich da belastet fühlt durch diese ganzen Geschichten. Gelb, das ist die Bettina, die unbeschwert sein kann, die glücklich sein kann. Dann gibt es eben dieses Leid dieser Familie, das symbolisieren wir durch einen roten Würfel. Und da kannst du einen roten Würfel so platzieren, wie sich das für dich anfühlt. Und dieses grüne, die vitale Bettina, die darfst du dann so platzieren, wie sich das für dich anfühlt, wo die sich da befindet in diesem ganzen Aufstellungsbild. Also das ist so ganz weit hier hinten irgendwo. Ah Ich ja. würde das sogar vom Tisch runterstellen. Das Ja, okay. und das fühlt sich an, als wäre das noch viel größer und dicker und sitzt da so drauf. Und ich muss noch kurz überlegen, ob. Nee, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass das hier noch drauf liegt. Irgendwie fühlt sich das noch so an. Ja, also Bettina, dann leg mein Finger an das rote Klötzchen, an die Bettina von heute. Wie geht es dir in dieser Konstellation? Na, auf der lasse total Druck. Also, und die übt auch wiederum Druck aus. Also, das fühl, es fühl, die fühlt sich schwer belastet und die fühlt sich so, als würde sie sich selbst unterdrücken, Ja. sich selbst beschweren. Okay, jetzt können wir uns darüber verstehen, dass diese schweren gesundheitlichen Familienschicksale, dass die nicht zwingend heute und hier zu deiner Orientierung wichtig sind. Dann kannst du auch diesen roten Würfel beherzt nehmen, auf die Seite legen. Und deine Selbstanteile gehen auf Distanz und dazwischen kommt das Symbol für eine Grenze. Und dann leg jetzt mal einen Finger auf das rote Klötzchen, die Bettina von heute. Wie geht es dir, wenn es jetzt eine Grenze gibt und wenn diese ganzen Krankheitsprobleme der Familie, Krebs und so weiter, wenn die gar nicht hin zu deinem Orientierungsraum gehören? Geht nicht. Ich sehe es ja immer noch. Ich sehe Ja. es und nervt und stört mich trotzdem. Ich kann mich gar nicht auf mich konzentrieren, weil immer sehe ich doch dieses rote Klötzchen da drüben. Ja, also du bist ja geradezu fixiert darauf, als wäre es das Wichtigste deiner Welt.
Und es kann sein, dass du halt unbewusst dich so danach orientierst, deine ganze Orientierung darauf abgestellt hast, dass du zum Beispiel dein wahres Selbst, das ja so irgendwie original verpackt noch in der Ecke steht, das konntest du bisher gar nicht so wahrnehmen. Und jetzt stellen wir mal neben dieses Trauma, neben dieses Gesundheitstrauma, also wen betrifft es, wer steht hier von den Personen am nächsten? Wie, deine Schwester hat jetzt, glaube ich, betroffen, gell? Meine Schwester, aber eher meine Mutter. Die Mutter, da stellst du mal die Blutte dazu. Obwohl, also eigentlich habe ich sogar das Gefühl, nicht meine Mutter, sondern meine Großmutter, obwohl ich die nicht kannte. Also praktisch die Mutter meiner Mutter, die so zeitig an Krebs gestorben ist. Eigentlich ist Okay. die der Dreh- und Angelpunkt. Dann stell die mal dazu, ein blaues Plätzchen für die Mutter deiner Mutter. Deine Großmutter, weißt du, wie sie hieß? Sigrid. Deine Oma Sigrid. Und die hatte nun dieses Schicksal, dass sie im Kindbett gestorben ist. Nee, die hatte das Schicksal, dass ihre eigene Mutter, die nicht im Kindbett, sondern die ist sehr zeitig an irgendeiner Krankheit gestorben. Die ist also ohne Mutter groß geworden, nur mit einer ganz bösen Stiefmutter. Also es war das Schicksal dieser Großmutter, dass sie früh die Mutter verloren hat. Offenbar nicht, war das nicht direkt im Kindbett, sondern ein bisschen später, oder wie war das? Genau. Und ihr Bruder, der ist auch gestorben, ziemlich, also als Und Baby. was war, weißt du, was für eine Krankheit die Großmutter hatte? Es ist irgendeine Lungenentzündung oder sowas. Ganz Banales war das, Und ist aber das im eben so. Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt aufgetreten oder unabhängig davon? Das ist, die hat diesen Bruder gekriegt. Und daraufhin ist die schlimm krank geworden. Der Bruder ist dann gestorben und dann hat die Urgroßmutter noch, also nachdem der Sohn tot war, hat die ihre Eltern gepflegt, die irgendeine Erkältungskrankheit hatte. Und als die dann gesund waren, ist sie dann krank geworden und gestorben. Und Also meine kleine. diese Großmutter, die hat dann einmal die Mutter verloren und auch noch ein Geschwisterchen verloren. Richtig, Das das ist halt alles gleichzeitig. ein doppeltes Trauma. Dann nehmen wir einmal das Trauma für das Thema Mutterverlust der Mutter, nehmen wir einen Würfel und schauen mal, ob du auch so ein blaues Dreieck hast, so ein kleines blaues Dreieck. Ich habe hier so ein, ja. Ja, sowas. Also das ist dann das ist sozusagen dieses verlorene Geschwister. Trauma des verlorenen Geschwisters. Ja, und jetzt nimmst du mal die Grenze weg. Dann legst du jetzt nochmal einen Finger auf die rote Bettina von heute. Wie geht es jetzt der roten Bettina, wenn in deinem Raum nicht nur das deine Großmutter ist mit ihrem Trauma, mit was war das, das Trauma der Großmutter? Jetzt bin ich nicht mehr ganz da. War das jetzt, ging es um deine Mutter oder um die Großmutter ging es, um die Um meine Großmutter, genau, die ich nicht kannte, die Ja, eben und so der Schicksal war dieser frühe Tod. war der frühe Tod der eigenen Mutter, das Geschwisterkind und der Vater war übrigens auch immer nicht präsent und diese bösartige Das Stiefmutter. geht schon, das geht schon, das geht schon. Also das Schicksal der Großmutter. Deren Mutter ist zu so früh gestorben. Und deren Genau. Geschwister ist gestorben, ja. Und das haben Ja. wir jetzt, das haben wir jetzt da symbolisiert. Und wenn all diese Themen jetzt in deinem Raum sind, wie geht es dir da? Also ich habe so ein kurzes Kotzgefühl gekriegt, dass mir schlecht geworden ist, aber jetzt ist wie zu. Ja. Jetzt fühle ich das so, aha, okay, ja, das ist so, das ist Okay. sozusagen, das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun, aber Ja. unbewusst weiß ich, dass mich das doch beeinflusst, obwohl ich da, also das ist wie so ein emotionaler Schutz, der sich jetzt da Ja. kurz so aufgebaut hat. So sehe ich das auch. Also, das war die Realität deiner Kindheit. Etwas anderes hast du gar nicht kennengelernt. Und in dieser Realität ist es fast unmöglich, ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gesundes Körpergefühl und Vertrauen zu einem Körper zu entwickeln. Aber du hast überlebt und das ist eine kreative Leistung. Und jetzt untersuchen wir mal die Aspekte dieser Überlebensstrategie.
Stell mal dein eigenes rotes Klötzchen auf den roten Würfel. Also ich fühle irgendwie körperlichen Schmerz, aber emotional bin ich sehr aufgeräumt und klar und fokussiert. Und diesen Schmerz, kennst du den? Ja, aber da ist ja, den habe ich nie mit den Gefühlen in Verbindung gebracht, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, der Körper zeigt da was, aber ich habe das Gefühl, das kann ich hier nicht fühlen. Dann stell es mal auf den blauen Würfel. Das ist Omas Verlust der eigenen Mutter. Da habe ich so dieses, mir bleibt die Luft weg. Und das, ich habe sogar das Gefühl, das liegt auch eigentlich auf mir drauf, obendrauf, wie so eine Last und wie so ein. Okay, dann nimm mal das rote Klötzchen nochmal vorübergehend so zur Seite. Jetzt nimmst du mal das grüne Klötzchen, das ist diese vitale, kleine Bettina. Die legst du jetzt mal vor die Großmutter hin. Und der packst du jetzt mal die ganzen Würfel auf. Den roten Würfel, den blauen Würfel und dann noch dieses andere blaue Teil. Das hier? Ja, das sind also diese ganzen Schicksalsschläge deiner Großmutter. Der verstorbene Ja, Bruder. genau, der Verlust des Bruders. Wie fühlt sich das an? Beschwert. Also, Druck. kennst du dieses Gefühl? Ja, das ist das lässt ihn wieder diese Unbeweglichkeit, diese Hilflosigkeit, dieses. Ja. Und es kann sogar, das ist, nennen wir so diese Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Es kann sogar sein, dass du selber deine Spontanität, deine Vitalität unterdrückst, weil das in dieser Familie irgendwie stören würde und die anderen belasten würde oder weil du dann dafür irgendwie abgelehnt würdest. Kennst du was von dir? Ja, irgendwie, dass man da nicht dazugehört oder keine Ahnung, ja. Also wenn du sozusagen jetzt deine Vitalität zeigst, deine Lebendigkeit, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Freude, dann gehörst du nicht mit dazu. Du musst es unterdrücken, um dazu zu gehören. Kennst du sowas von dir? Ja, das ist irgendwie mal, wie kann man denn dann unter diesen Umständen so banale Freude am Leben haben? Genau. Dann ist doch eine banale Freude, das ist ja dann überhaupt nicht denkbar. Das ist dann verboten. Und das führt zu dieser Selbstverleugnung, Selbstunterdrückung, Selbsterniedrigung und das kennst du. Und dann stellst du da oben nochmal drauf dieses grandiose, dieses rote Klötzchen. Das ist dein Das hier? eigenes, ja. Und das ist die Bettina, die versucht, aus dieser ganzen Not noch irgendwas rauszumachen, indem sie da sich irgendwie versucht, das zu kompensieren durch magische Vorstellungen, durch Größenfantasien, durch Fantasiewelten, in die man sich zurückzieht, esoterische Ebenen, in die man sich zieht, einfach um diese ganze Hilflosigkeit und Ohnmacht nicht an sich heranlassen zu müssen. Kennst du was von Ja, dir? aber das wackelt hier so, also das ist Natürlich, das total ist wackelig. wackelig. Das ist wackelig. Und das ist brüchig, denn diese großen, grandios magischen Vorstellungen, die du da entwickelt hast, die brechen ja immer mal wieder ein. Das ist nicht so verlässlicher Boden. Es gibt so ein brüchiges Selbstwertgefühl. Kennst du was von dir? Ich, na, eigentlich ist das eher so das Gefühl, also das hat sich so verfestigt, dass das, da ist schon so eine Schutzvorrichtung, das kann nicht einfach so passieren. Also, du hast dich jetzt Also, so damit identifiziert, ja? Diese magisch-grandiosen, dass dir gar nichts mehr passieren kann.
Naja, irgendeine Sicherheit ist hier schon aufgebaut, aber hier oben, das fühlt sich überhaupt nicht sicher an. Ja, Aber ich kann, also. das ist die Realität. Das ist, wenn du es anschaust, ist es ja auch unsicher. Vor allen Dingen kannst du von da aus nicht verbunden sein mit der Bettina, die einfach glücklich sein darf und sich damit begnügen kann. Das steht ja wie original verpackt da unten auf dem Tisch. Ja, da ist einfach viel zu viel dazwischen. Ja. Und Also ich glaube, die hopft da immer schon mal runter, ne? Weil die ja hier verbunden sein will. aber kennst du das, dass dir manchmal der Boden unter den Füßen fehlt? Ne, eigentlich eher weniger. Also immer wenn das hier so wackelig wird, dann geht die hier runter. Das hat sie schon gelernt. Ah ja. Und dann braucht die ja was, um sich zu erden. Dann macht die viel, um sich zu erden. Das ist schon Ah geübt. ja. Also hier Aber kann oben, es also sein, das dass ist. du da sowas wie einen Spagat machst, mit dem einen Bein auf der Erde, mit dem anderen Bein da oben drauf? Ja, das fühlt sich richtig an. Genau. Es fühlt sich an wie ein Spagat. Deswegen ist es so anstrengend. Das tut im Ich Schritt weiß dann so weh. ja, Es tut im Schritt das so genau. weh. Ja. So ist das, genau. Das geht nicht. Ja. Da sind die Also. Beine nicht lang genug. Also jetzt nehmen wir mal, genau, für diesen magisch-grandiosen Anteil nehmen wir jetzt mal ein schlanke, hohe, rotes Klötzchen. Die stellst du mal oben drauf. Und die Bettina von heute darf wieder in Sicherheit nehmen, das machen wir selbst. Jetzt brauchen wir ein grünes Klötzchen. Das ist, nehmen wir als Symbol für diese Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Und in diesem grünen Klötzchen packst du mal die ganzen Würfel drauf. Das grandiose Selbst stellt sich mal neben die Oma. Und das grüne Klötzchen, die grüne Würfel bekommt die ganzen Würfel aufgepackt. Und dann noch das mit dem verlorenen Geschwister. Und jetzt leg mal einen Finger auf diese vitale grüne Bettina. Wie geht's dir? Das kann sein, dass sie bis heute noch platt war unter diesen ganzen Themen. Wenn du jetzt ihr das alles abnimmst, um ihr zu zeigen, dass das heute gar nicht mehr zu ihr gehört, wie geht es denn dieser vitalen Bettina? Die hat noch gar kein Gefühl dafür, was das bedeuten soll. Okay, dann Die könntest du hält jetzt, du sich noch könntest, wie so platt gedrückt, kann sein, wie dass nach du. aufstehen. Das immer noch eingefroren ist in diesem Trauma. Ist ja nicht ihr eigenes Trauma, in einem fremden Trauma, ist immer noch eingefroren. Und jetzt könntest du sie aufklären. Du könntest zu ihr sagen, dieses Schlimme und Schmerzliche ist lange vorbei. Dieses Schlimme und Schmerzliche ist längst vorbei. Es hatte mit dir gar nichts zu tun. Das hatte mit dir gar nichts zu tun. Du bist unschuldig. Du bist unschuldig. Du bist gar nicht verantwortlich dafür. Und du bist gar nicht verantwortlich dafür. Du gehörst ins Leben, du gehörst ins Hier und Heute. Du gehörst ins Leben. Du gehörst ins Hier und Heute. Jetzt leg mein Finger auf die kleine vitale Bettina. Wie geht's dir, wenn sie das von dir hört? Ja, die ist doch so, hä? Wie, das gibt ein anderes Leben. Hä? Also die ist total verwirrt, die Ja. kennt gar nicht das, also die kann sich das gar nicht vorstellen. Das Ja. ist doch das Leben, das ist doch das Leben hier. Ja. Aber du könntest sie immer anbieten, oder denkst du, Rot und Gelb könnten sie da abholen aus dieser Traumazone? Ja, Dann kannst du klar. das nochmal anbieten, ob jemand sie da rausholen kann aus der Traumazone. Rot, Gelb oder beide. Schau mal, was Die sie da sollen anbieten. da zusammen. Wie die Eltern so. Sondern beide zusammen. Okay, dann geht Rot und Gelb dahin, nehmen sie zwischen sich und bringen sie rüber, und sie da vielleicht auch schon aufstehen. Darf dann rüber in Sicherheit, ins Hier und Jetzt. Ja. Dann darf sie jetzt erstmal erholen, ja, von diesem ganzen Stress. So, und das, was du jetzt vor dir hast, das ist, nennen wir ja das Traumakonglomerat. Das ist also diese Großmutter mit ihren verschiedenen traumatischen Elementen und deine Überlebensstrategien. Und danach hast du dich anscheinend ein bisschen mehr orientiert, obwohl es mit deinem eigenen Wesen gar nicht vereinbar ist. Daher dieser innere Stress. Ah. Und wenn du siehst, dass es mit deinem Wesen nicht vereinbar ist und dass es eigentlich auch gar nicht in deinen Bereich gehört,
können Sie dieses ganze Konglomerat ganz weit weg hinten in die Ecke links schieben. Das ist aus dem Bildschirm heraus, aus dem Bildfeld herausfällt, Blickfeld. So. Nun stellst du noch die Sichtblende davor. So, Bettina, jetzt legst du meinen Finger auf das rote Plätzchen. Das ist die Bettina von heute. Wie geht es dir jetzt, wenn alle diese Elemente nicht mehr in deinem Raum sind, die A, nicht zu deiner jetzt hier und heute gehören und B, gar nicht mit deinem Wesen vereinbar sind? Oh, das macht frei. Ist alles Ja. viel leichter. Ich kann frei atmen. Die Schultern sind leicht. Locker. Ja. Also es scheint, dass wir uns auf der richtigen Spur bewegen. Jo. Dann wirfst du mal einen Blick auf das gelbe Klötzchen. Das ist die Bettina, die so unbeschwert und glücklich sein darf. Und die gehört ja eigentlich zu deiner Grundausstattung dazu. Aber es kann sein, dass in dieser Familie diese Bettina gar nicht so wahrgenommen wurde und noch gar nicht wertgeschätzt. Und dann könntest du mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schaust du mal mit deinen eigenen Augen auf dein eigenes wahres Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Gar nicht. Und wir kennen uns auch schon. Ihr kennt Ja, ihn. das ist so, so shake hands, so fühlt sich das an. Ah ja, bist du ihm schon mal irgendwo begegnet? Wir sind uns schon mal begegnet, Bei ja. irgendwelchen Schamanenkursen oder in Australien, im Outback oder sonst wo. Ganz weit weg von zu Hause. Ja, naja, auch so in wir kennen uns, also Ja, sehr ist nicht schön. unbekannt. Okay, aber dann könnte es dein wahres Selbst könnte zu dir sagen: Hallo, ich bin dein Selbst. Da gab es dieses Trauma von der Großmutter. Das ist lange vorbei. Es hat mit dir gar nichts zu tun. Heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Ja, Ist das für dich? das hört sich super gut an und es fühlt sich auch so an, als hätte der mir das schon gesagt und mich an den Punkt hierher geführt. Super. Und dann könntest du doch dann schauen, ob es findest für dich stimmt, könntest du sagen, anscheinend bin ich immer wieder mit den Themen meiner Familie beschäftigt, sodass ich dich gar nicht wahrnehmen kann. Anscheinend bin ich immer noch mit den Themen meiner Familie beschäftigt oder sehe das immer so, dass ich dich gar nicht sehen und wahrnehmen kann. Mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat es nichts zu tun. Hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Es ist für dich, wenn du das zu deinem wahren Selbst sagst. Ja, ich sehe so richtig, wie mich das anguckt und sage, ja, jetzt hast du, ja, wissen wir doch, wissen wir doch. Okay. Nun haben wir ja gesehen, dass du auch eine Tendenz hast, deine eigene Lebendigkeit, deine Gefühle, deine Bedürfnisse zu unterdrücken, auch deine Fröhlichkeit, deine Vitalität, weil es irgendwie in dieser Familie nicht so erwünscht war, vielleicht auch um dich vor dieser Abwertung durch diese Familie zu schützen. Und auch das müsstest du deinem Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber dich manchmal unterdrückt und verleugnet, um mich vor dieser Familie zu schützen. Anscheinend habe ich dich manchmal selbst verleugnet und unterdrückt, um dich vor dieser Familie, um zu der Familie dazu zu gehören. Oder so. Vielleicht. Genau. Aber mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat es nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Und das hast du auch nicht verdient. Ja. Wie ist dir, wenn du das sagst? Das geht mir super damit. Nun könnte man ja denken, dass dein Selbst jetzt beleidigt ist, weil du es irgendwie verraten hast, ja. Aber leg meinen Finger auf dein wahres Selbst, ob es dir dafür böse ist. Ach, gar nicht. Das ist einfach, das wusste, dass ich hier da So diese ist Angst es. bekomme, wenn er sagt. Also das wahre Selbst ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Bettina, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt, dass diese bedingungslose Liebe gratis ist. Du musst dafür nichts leisten. Du musst noch nicht immer brav oder gehorsam sein. Und du musst auch nicht unbedingt jetzt von Leiden geplagt sein, um geliebt zu werden, sondern du darfst auch vital und gesund und fröhlich sein. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen? Ja, ich ahne es. Und ich, also, ja, vorstellen kann ich mir das sehr gut.
Und du kannst es gleich spüren, die einzige Voraussetzung ist, dass du nochmal symbolisch die Achtung nachholst für diese Selbst, indem das rote Götzen dich leicht verneigt vor dem gelben. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du dich innerlich verneigst vor deinem wahren Selbst. Drei Atemzüge. Das fühlt sich sehr ehrwürdig an, So ist ganz es, ja. ganz ganz segenreicher Moment. So ist es. Also da gibst du dir sozusagen selber die Würde. Du achtest deine Genau, eigene Würde. ja. Ja. Und jetzt darfst du mal rot und gelb eins werden, statt wie bisher mit diesem Trauma deiner Großmutter dich zu identifizieren, könntest du doch mal eins werden mit dem mit deinem wahren Selbst und leg meinen Finger kurz rüber. Wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, so lange Zeit getrennt? Da kommt so ein, wieder diese angenehme Stille und Entspannung und Ruhe im Kopf. Ja. Ja. Es scheint, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Also dieser Stress und diese innere Aufruhr, das hängt natürlich zusammen mit diesen dramatischen Geschichten, die zu deiner Großmutter gehören, aber das gehört ja eigentlich gar nicht in deinen Raum, es ist mit deinem Wesen gar nicht vereinbar. Und wenn du mit deinem eigenen Wesen verbunden bist, dann kommt diese Ruhe, dieses Unaufgeregte, dieses Unspektakuläre. Ja. Und damit jetzt diese Verbindung stabil bleibt, müsstest du lernen, genauer zu unterscheiden zwischen dem, was heute Bettina ist und was gar nicht dazu gehört. Das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite. Und dann nimmst du mal die Sichtblende wieder weg, holst die Klötzchen ein bisschen näher, damit wir die sehen können. Ja. Ja, und jetzt geht es darum, dass wir Schritt für Schritt die einzelnen Elemente untersuchen. Nimmst du mal den roten Würfel, das war ja Omas Trauma. Das war der Verlust ihrer Mutter. Und in die rechte Hand nimmst du mal die Bettina von heute. Und schau mal, gehört dieses Trauma deiner Großmutter, gehört es heute zu deiner Orientierung? Nein. Dann könntest du mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn du das symbolisch stoppst mit dem roten Klötzchen. Stopp. Ja. Könntest du schon vorbeugen, stoppen, bevor sie überhaupt in deinen Raum hineinkommt? Muss schneller sein, als sie es braucht. Stopp. Ja, genau, nochmal. Stopp. Ja, genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium frei halten. Welches Raubtier fällt dir ein? Der Wolf. Mit einem Wolfsrei. Wow. Nochmal. Wow. Der klingt noch so ein bisschen abgebrochen, der Wolfsrei. Ich denke, der hat noch mehr Power. Wow. Ja, wie fühlt sich das an für dich? Gesund Ja. und klar. Ich Also du darf hast eine das. wunderbare Kraft und diese Kraft ist eigentlich dazu da, zu erkennen, was mit deinem Wesen nicht vereinbar ist. Und wenn du das alles aus deinem Raum entfernst, kannst du optimal du selber sein. Wenn du jetzt Elemente in deinem Raum festhältst, die mit dir gar nicht vereinbar sind, dann blockierst du selber diese Kraft und fühlst dich gelähmt und ohnmächtig. Sobald du jetzt diese Kraft wieder einsetzt, auch wenn sich das vielleicht verboten anfühlt, dann erlebst du, dass du handlungsfähig bist. Du kannst diese Kraft für dich verwenden. Und das ist einfach geil. Das löst Glückshormone aus. Kannst du das spüren? Naja, noch nicht so ganz. Spürst du so ein Verbot?
Nee, es ist eher noch so ein Verteidigungsgefühl. Noch nicht so die Kraft, sondern eher so dieses, ich verteidige meinen Raum so. Also, Ja. so als würdest du dir etwas anmaßen, was dir eigentlich gar nicht zusteht. Nee, eher so, es ist noch nicht so diese natürliche Kraftgefühl, dass ich das kann, sondern eher so dieses, ich muss mich verteidigen, also Okay. Gefühle mit Kampf. Irgendein Therapeut hat dir gesagt, du musst dich da verteidigen. Und jetzt frag mal deinen gesunden Menschenverstand, was denkst du dazu? Hast du das Recht und die Kraft, das zu stoppen? Absolut, keine Absolut. Frage. Das, Und wenn du da so ein gewisses Bedenken hast und ein bisschen Gezwungenes machst, dann kann es sein, dass du noch bestimmt wirst von einem verwirrten Gefühl, dass es eigentlich verboten ist. Diese Familie war das ja anscheinend. Musste, um dazugehören, da durfte man da ja diese Themen nicht einfach ruhen lassen, man musste die immer wieder besprechen. Und du hast aber die Wahl, dich zu entscheiden, entweder nach deinem verwirrten Gefühl oder nach deinem Verstand. Und wenn du dich nach deinem verwirrten Gefühl orientierst, dann wirst du die nächsten 50 Jahre aus dieser Verwirrung nicht herauskommen. Wenn du dich aus dem Verstand, nach dem Verstand orientierst, kannst du heute noch aus dieser Verwirrung herauskommen. Das wäre doch genau ein da. Angebot. Absolut. Und Ich wonach habe auch? das Ja. Ja. Gefühl, dass hier die hat das diese Kraft und Power Die kommt gleich dran, die kommt Gefühl. gleich dran. Aber erst muss die rote mal, die muss sozusagen den Raum frei machen, die muss schon mal vor. Die muss sich schon mal vormachen, wie es geht. Und das ist ja auch, das ist dein Fokus, das ist so die Bettina von heute. Du hast ja auch Verstand, du kannst deinen Verstand auch benutzen. Was sagt dein Verstand? Ja, ich kann das. Ich wünschte mir, dass ich dieses Gefühl von Kraft spüren könnte und nicht immer nur dieses Abwehrgefühl. Also, es erlaubt es einfach mal zu tun und dann übst du es ein paar Mal. Dreimal Okay. hintereinander. Mit dem roten Klötzchen stoppst du einfach mal den Würfel. Stopp. Ja, gleich nochmal. Stopp. Wolfsschrei. Ja. Das ist noch nicht dabei. Der Wolf in dir, der schläft noch. Scheinbar. Lass ihn mal zu, denn dass er lebendig wird, der Wolf in dir. Wow. Ja, wird schon besser. Nochmal. Wow. Wie geht's dir da? Ja. Ja, ist noch nicht so ganz da. Okay, dann dein Vorschlag war ja, dass die vitale Grüne das diesmal probiert. Und Ja. wie geht es denn dieser vitalen Bettina, wenn sie das stoppt? Schau mal, wie fühlt sich das an? Stopp! Ja. Stopp! Ja. Stopp! Und mit Wolfschrei. Ja. Wie geht's dir da? Ja, die ist hier voll vital. Die hat so richtig Bock, das hier rauszukicken. Das Ich ist wurde doch ja immer super. unterdrückt. Das ist deine kindliche Vitalität und die wurde bisher immer von diesem vernünftigen Erwachsenen selbst so ein bisschen zurückgehalten. Und jetzt darf das mal, wenn die vitale Kindliche denkt, sie braucht es nie wieder, kann es für immer vom Tisch haben. Ja, da hat es Bock drauf. So, okay. Ja, das war mein Anfang. Das nächste Thema ist jetzt dieser grüne Würfel. Das ist deine Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Das kannst du auch vorauseilen, um Beziehungen manchmal sich da so klein zu machen. Und brauchst du das heute noch für deine Orientierung? Nein, Und wer darf das stoppen? nein, gar nicht. Wer darf es stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Hier. Aha, der traust du mehr als der Roten. Scheinbar. Ja. Die hat mehr diese Energie und die Kraft und auch das. Die ist ja so ein bisschen zu vernünftig auch Ja, so. die schon. Oder Die, die lebt so ab, ne? So, okay, alles noch so. Aber hier, die ja. hat voll die Power. Genau, die wurde so viel bequatscht von der Familie. Ja. Und die Grüne, die scheißt sich da nichts. Nee, die kann das hier alles, also. Die Dann nimmt das hier darf Blatt sie, vom Mund. schau mal, wie ist das, wenn die das macht?
Ja, dann nochmal. Stopp! Möwenschrei. Wah! Dann nochmal. Und sie denkt, sie braucht das nie wieder, kann es für immer entsorgen. Schön, jetzt haben wir noch dieses grandiose, magische Selbst. Das ist die Bettina, die dazu neigt, sich gleich für Probleme von anderen zuständig zu fühlen, das sie es natürlich dann perfekt auch lösen möchte, dabei sich manchmal überfordert und dann sich vielleicht deswegen dafür ablehnt. Kennst du was von dir? Oh ja, und da kotzt die total über die. Also da hat sie gar keinen Bock drauf. Ja. Das ist, die kann sofort, also da, das Also, macht richtig Aggro, die Alte. ja, natürlich, das ist ja die absolute Spaßbremse. Naja. Immer nur Pflichten, immer nur vernünftig, immer nur für die anderen und dann darf sie das mal stoppen, erst mal stoppen. Stopp! Mit einem Wolfsschrei. Dann nochmal. Und wenn sie denkt, sie braucht es nie wieder, kann sie es vom Tisch holen. Die will noch was sagen. Ja. Das kotzt mich an, dass du mich immer unterdrückt hast. Das kotzt mich an, dass du selber dafür gesorgt hast, dass ich nicht beweglich und labil in die Leichtigkeit komme, mein Leben lebe und einfach mich einen Scheiß interessiert, was die anderen sagen oder dass ich meine Grenzen habe übergehen lassen. Das kotzt mich einfach an und du kannst für immer verschwinden. Okay, dann mit einem motivativen Wolfschrei. Und wie geht's dir jetzt? Ja, leicht, es wird immer leichter. Es wird immer leichter und die wird die wird immer mobiler. Ich lege meinen Finger auf die rote Klötzchen. Das ist diese vernünftige Bettina von heute. Wie geht's dir, wenn die sieht, dass sowas möglich ist? Die guckt wohlwollend auf die Grüne. Die denkt so, ja, Mädel, mach das mal. Ah Das ja. ist so wie die gute Mutter sozusagen. Die guckt da, die ist ein bisschen gesetzt, aber die guckt da auf die Kleine und sagt, das ist dein Recht, mach das ruhig mal, mach das ruhig mal. Vielleicht Und hat ich kann sie. jetzt auch verstehen, ich arbeite total gerne mit Jugendlichen zusammen, die diese Power haben. Jetzt kann ich das auch verstehen hier, weil die ja selber nicht so Und vielleicht in Bewegung. hat die Rote der Grünen es auch gar nicht zugetraut, dass sie die Power hat. Ja, na klar, die war ja verdeckt von der anderen Boden, die ich hier vielleicht Ja, mal entsorgt immer ja. nämlich. Genau. Also für die ist dann überrascht und erfreut, dass da so viel Kraft da ist. Wunderbar. Jetzt nimmst du mal diese Traumata deiner Großmutter auf die Handfläche. Das hier, ne? Nimm auch das andere noch dazu. Das ist die Mutter früh verloren, den Bruder früh verloren. Und Das ist der Bruder. ja. Ich so auf Weil der deine Bruder, Hand. der hat noch mal irgendwie, den will ich auch noch mal begegnen kurz. Ah ja. Ja, also ich habe das Gefühl, der muss nicht, der ist extra. Dann nehmen wir extra mal das Thema diese frühe Verlust der Mutter. Und kennst du, dieses so, als hättest du dich damit beschäftigt, als würdest du damit was Gutes tun für dich oder für jemanden anderen? Ja, das ist sogar so, dass das so richtig, also eigentlich ist das so, muss das so ganz zart behandelt werden, aber das ist so schwer, dass ich den fast nicht halten kann, diesen Würfel. Der Ah ja. zieht einen, der ist tonnenschwer, tonnenschwer ist der. Ja. Jetzt, Bettina, konntest du da irgendetwas ausrichten, indem du dich dafür zuständig gefühlt hast? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe das alles in mein Leben gezogen, hier das Gleiche, den kleinen Preis. Und jetzt darf ich dich aufklären, du bist da nicht zuständig, deswegen konntest du da überhaupt nichts bewirken. Das heißt, du hast da Ja. wirklich sehr viel Kraft reingesteckt. Das hat dir sehr viel Kraft gekostet, du bist in die Erschöpfung gekommen. Wenn du dann merkst, dass du da nichts bewirken kannst, dann fühlt sich das frustrierend an und verliert die Achtung für dich selber. Und am Schluss verliert man vielleicht auch die Achtung für diese Familie. Und Ja. spätestens dann kannst du erkennen, mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Man könnte ja denken, es hat was mit Liebe zu tun, aber mit Liebe hat es gar nichts zu tun. Ja. Ja, das habe ich schon irgendwie vermutet.
Und dann könntest du dir doch das zurückgeben mit Respekt an die Großmutter. Ja. Und dazu gibt es einen Satz, Oma, es ist dein Schicksal. Oma, das ist dein Schicksal. Du hast es auf deine Art und Weise getragen oder vielleicht auch nicht. Du hast es auf deine Art und Weise getragen oder vielleicht auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Das war deine Art zu überleben. Und nur weil du überlebt hast, konnte auch ich mein Leben bekommen. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Da steht es mir gar nicht zu, darüber zu urteilen, wie du überlebt hast. Und deswegen steht es mir nicht zu, darüber zu urteilen, wie du überlebt hast. Das achte ich jetzt, indem ich das Deine ganz bei dir lasse. Das achte ich, indem ich das ganz bei dir lasse. Für immer. Für immer. Fühlt sich das jetzt an, wenn du das so mit Achtung abgibst? Ja, auch ein bisschen traurig, komischerweise. Ja. Also, Ja. warum fühlt sich das eigentlich traurig an? Vielleicht hast du ja auf die Art und Weise so eine Illusion von Verbindung gehabt zu der Großmutter, die du nie kennengelernt hast. Und wenn du das jetzt abgibst, dann fällt diese Art von Verbindung weg. Ja, stimmt, jetzt verstehe ich das. Ich habe mich, ja, weil die so trauriges Leben hat, habe ich mich verbunden gefühlt. Ich kann ja nur fühlen, wie es der ging, wenn ich selber auch mal so einen Verlust erlebt habe. So ist es. Ja. So ist es. Das ist genau das Modell. Wenn ich so ein ähnliches Leid habe wie diese Großmutter, dann bin ich ihr verbunden, dann ist sie auch nicht mehr ganz alleine, dann leiste ich die Gesellschaft. Und in diesen traumatisierten Familien entsteht die Bindung oft dadurch, dass durch dieses Leiden. Ja. Ja. Und jetzt schauen wir mal weiter. Da gab es noch dieses Geschwisterchen der Mutter. Der Oma, das wäre ja praktisch so ein Onkel von dir gewesen. Und nimm mal diesen, was ein Bruder von deiner Nee, Oma? das war ja der Bruder meiner Oma. Bruder deiner Oma. Also, Dann nimm den mal an dein Herz, ob er dir vertraut ist. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einen Bruder, einen echten, den ich ja sehr liebe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich noch einen Bruder gerne gehabt hätte. Ja, eine ganz große Familie. Und ich habe aber jetzt das Gefühl, dass es gar nicht meins war, mein Gefühl, sondern dass es eigentlich, dass das zu meiner Oma gehört, dieses Gefühl, Okay. noch einen Bruder haben zu wollen. Oder? Okay. Und Das ja. dann könntest du dem Bruder sagen, dann stell ihn mal wieder hin. Könnte sagen, ich achte dein Schicksal. Ich achte dein Schicksal. Und ich achte es, dass du meiner Oma so gefehlt hast. Und ich achte, dass du meiner Oma gefehlt hast. Vielleicht habe ich dich unbewusst festgehalten, so als würdest du zu mir gehören. Scheinbar habe ich dich unbewusst festgehalten, als ob du zu mir gehörst. Ich muss dich nicht mehr festhalten. Aber ich muss dich nicht festhalten. Du darfst jetzt dahin gehen, wo du deinen Frieden findest. Geh bitte dahin, wo du deinen Frieden findest. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du das sagst? Ja, da gehört er auch hin. Leg meinen Finger auf das blaue Klötzchen. Was würde der Bruder sagen, das ist ja dein Onkel, wenn er von dir das hört, dass du ihn jetzt loslässt? Ja, da ist irgendwie, fühlt sich das ein bisschen verwirrt an. Aha. Komisch. Ich hätte jetzt gedacht. Der weiß vielleicht gar nicht, wo er hingehört. Ob er jetzt zu Oma gehört, ob er zu dir gehört. Da ist der verwirrt Ja, an der der hat noch Decke. nie hingeblieben. Der kann Weil natürlich. der wurde ja über Generationen irgendwie mit weitergegeben, ne? Genau. Und jedenfalls, was deinen Anteil angeht, könntest du ihm helfen, klar zu werden, indem du ihn von dir aus ins Licht gehen lässt und schauen, Ja. ob in dem Zimmer, ob da irgendwo ein Platz ist am Licht, neben einer Kerze, neben einer Pflanze, wo du ihn hinstellen kannst, damit er symbolisch Ja. kommt. Stell ihn mal dahin. Ihr macht's gut, mein Freund. Ne? Du gehörst einfach in eine andere Welt. Genau.
Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn du das so abgegeben hast? Mit deinen Dingen. Reich, frei und richtig. Genau. Es ist, da darf einfach, da hat da irgendwie ist er noch im Äther gewesen, aber jetzt ist er am richtigen Platz. Genau. Da braucht er noch so einen Anstups. Jetzt schauen wir mal zu deiner Oma. Gibt's da, weil das war ja die Mutter deiner Mutter. Genau. Und eine Oma, die so traumatisiert ist durch so einen frühen Verlust der eigenen Mutter, des Geschwisters, die ist vielleicht manchmal selber gar nicht bei sich selber und kann auch sehr verletzt sein. Gab es da so Ja, die Geschichten? war zu lieb. Die war eigentlich so eine super gute Mutti. Die wollte das Allerbeste für meine Mutter. Zu Aber lieben. hat sich dann immer selbst überfordert und damit ja ihren Kindern auch nichts Gutes getan. Also das ist, dann jetzt nehmen wir mal, diese Oma hatte natürlich auch einen gesunden Wesenskern. Dafür nehmen wir jetzt mal ein schlankes, hohes, gelbes Kind. Und dann hat sie aufgrund ihrer eigenen Trauma-Erfahrungen, wollte sie dann den eigenen Kindern das sozusagen ersparen, was sie selber erlebt hatten, hat sie verwöhnt. Und das Nee, nennen die hatte ihr, ja, nee, verwöhnt nicht, sondern ihr, die hat dann, die konnte sich nicht so kümmern, die hat nicht gesehen, die Bedürfnisse ihrer Kinder, weil die wollte ja immer das Beste für die, hat aber gar nicht geguckt, ob das das Beste wirklich war, was die Kinder gebraucht hätten, sondern was Ah. sie für richtig gedacht hat, ihr auf die Art und Weise, und hat ihre Okay, sie Kinder hat dann gar nicht. nicht die Kinder gesehen und die realen Bedürfnisse ihrer Kinder hat sie nicht gesehen, sondern sie hatte irgendwie sowas im Kopf, was Genau. sie tun müsste. Und das ist halt auch Ja, das, was man aus der eigenen Kindheit irgendwie noch gespeichert hat, was man sich damals gewünscht hätte. Und das richtig, ist eine genau. Mutter, die Oma, die nicht bei sich selber ist, die sozusagen das falsche Selbst ist auch. Und Ja. dafür nimmt man ein hohes, schlankes, blaues Plätzchen. Ich habe das nicht ganz so hoch, aber. Ist gut, ist gut. Du hast ja diese Oma gar nicht kennengelernt, gell? Nee, aber ich habe das Gefühl, ich kenne die innen auswendig, weil die immer präsent Weil war. natürlich deine Mama, es wurde durch sie, hat sich an diese Oma angepasst. Hat dadurch selber ihr eigenes Überleben selbst entwickelt und dieses Überleben selbst, das hast du kennengelernt und da ist ja praktisch eingepreist auch das Verhalten von dieser Oma. Das ist so, Absolut. ja. Bis heute. Ich Und übersetze jetzt, genau, und jetzt konzentrieren wir uns mal auf dieses falsche Selbst der Oma, was in deine Mama so verformt hat, so kann man das jetzt sagen. Gehört es denn du kennst es so, als würde es auch für dich maßgeblich zur Orientierung? Gehört es heute noch zu deiner Orientierung dazu? Nein, soll nicht, aber irgendwie soll nicht mehr dazu gehören, aber irgendwie war es doch schon immer noch drin. Okay. Und jetzt du siehst ja, welche Verletzung deine Mutter erlebt hat und wie geht es dir? Lehnst du jetzt deine Oma ab? Für diese Verletzung unterliegt nicht zu deiner Mutter. Also gestern ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich meine Oma dafür ablehne, weil die das nicht kapiert hat und nicht gut für sich gesorgt hat und deswegen meine Mutter und ihre Schwester eben so bis heute da irgendwie geprägt sind. Und wenn man dann die eigene Oma ablehnt, dann fühlt man sich vielleicht schuldig, weil das darf man ja nicht, das ist ja auch gegen das Gebot. Ah, die hatte ja auch so ein schweres Leben Ja, und die musste ja so viel eben. Und wenn haushalten. du jetzt unterscheidest zwischen dem wahren Selbst deiner Oma und dem falschen Selbst. Und du siehst die ganzen Verletzungen in deiner Familie, die kamen von diesem falschen Selbst, dieser Oma. Ja. Dann könntest du doch zu diesem falschen Selbst deiner Oma sagen, dein Verhalten hat meine Mutter und indirekt mich verletzt und verwirrt. Dein Verhalten hat meine Mutter und mich und die ganze Familie indirekt total geschädigt und beeinflusst. Oder was hast du gesagt? Und verwirrt. Verletzt und Und verwirrt. verletzt und verwirrt. Und wenn ich das früher schon verstanden hätte, hätte ich nur dich dafür abgelehnt. Und wenn ich das früher schon verstanden hätte, hätte ich dich dafür abgelehnt. Und nicht meine Familie.
Und nicht meine Familie oder meine Mutter. Und auch nicht dein wahres Selbst. Und auch nicht mein wahres Selbst. Nein, auch nicht dein wahres Selbst. Das wahre Selbst der Oma. Ach so, und auch nicht dein wahres Selbst. Denn dieses wahre Selbst der Oma, das ist ja eine Oma, die nicht traumatisiert ist. Die freut sich natürlich über ihre Kinder und kann denen ihre bedingungslose Liebe schenken. Die hätte sich auch sehr gefreut, diese wunderbare Bettina kennenzulernen, ihre Enkelin. Die hätte auch der ihre bedingungslose Liebe schenken. Ja, jetzt ist die nächste Frage. Brauchst du denn heute noch diese traumatisierte Oma, das falsche Selbst der Oma für deine Orientierung? Brauche ich nicht, nein. Und dann darf es denn aus deinem Raum kicken? Darf ich die nochmal abgrenzen mit der? Ja. Ne? Ich will dir noch was sagen. Ne? Du blöde Kuh, du hast meine ganze Mutti und mich beeinflusst und hast gar nicht ihren Wert gesehen und gar nicht ihre Bedürfnisse und hast nicht auf dich Acht gegeben. Verschwinde einfach aus unserem Familiensystem. Tschüss! Geht's wieder? Gut, wichtig, das musste mal gesagt werden. Ja, genau, das ist die gesunde Wut. Und es gibt ja ich habe auch das Gefühl, ich habe ja manchmal so Wut gegen meine Mutter, wenn die diese Verhaltensweisen zeigt. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt dann damit sich auflöst. Da, genau, da gehört sie eigentlich hin. Und ich habe ja diese neue Glücksformel, das heißt ja, lerne zu hassen, aber richtig, damit du lieben kannst. Und das gehört eben dazu, da gehört dieser Hass hin, diese Ablehnung hin, denn da kommen die ganzen Verletzungen. Da kommt die Verwirrung und die Verletzungen her und da ist es dann gesund, das zu hassen, das vom Tisch zu kicken. Und dann kannst du noch, da liegt noch der blaue Würfel, das ist noch das andere Trauma von der Oma. Ist das für deine Orientierung noch wichtig? Gleich hinterher. Gleich hinterher. Und dann steht jetzt am Tisch dann noch das wahre Selbst einer Oma, die nicht traumatisiert ist. Sie freut über eine Tochter, die freut sich auch über die Enkelin, die sie gar nicht kennengelernt hat. Könnte diese Enkelin zu ihrer bedingungslosen Liebe schenken. Kannst du dir vorstellen, dass es eine bedingungslose Liebe von dieser Oma zu dir hätte geben können? Und kannst du dir vorstellen, dass du dein Herz jetzt öffnest für diese bedingungslose Liebe? Ja. Dann nimm mal dieses Klötzchen an dein Herz und spür mal, wie fühlt sich das an? Diese bedingungslose Liebe einer Oma, die nicht traumatisiert ist. Oh, da ist so viel da, so viel Wertschätzung, so viel Potenzial. Das ist, strahlt richtig so bombenmäßig nach außen in ganz hellen. Durchdringt alles. Durchdringt die ganzen Generationen. Und jetzt will ich dir sagen, und der Teil von dir, der diese Liebe spürt, das ist dein eigener gesunder Wesenskern, dein eigenes wahres Selbst. Und wir wissen ja, dass es zu deiner Grundausstattung dazugehört, aber wir wissen ja auch, dass es erst geweckt werden muss, wenn man Glück hat durch die bedingungslose Liebe der Eltern. Und das nicht so gut möglich war, kann man das später nachholen. Jetzt könntest du erst mal vorstellen, dass du weißt, dass du hast diesen Wesenskern in dir. Und jetzt könntest du mal dich identifizieren mit diesem Wesenskern und spüren, wie sich dadurch dein Selbstwertgefühl ändert. Dann ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig, was du alles leistest. Dann ist auch gar nicht mehr so wichtig, was die anderen von dir denken. Was die Familie von dir denkt. Denn du hast deinen Wert und deine Würde in dir selbst. Kannst du spüren? Ja. Ich kenne das auch schon irgendwoher. Naja, es ist dir nicht ganz unbekannt. Du arbeitest ja auch schon eine Weile daran. Und wenn du dieses Wertgefühl hast. Das ist durchgefühlt. Das ist aber schön. Ich hole mir das gerne ab. Ja, genau. Das ist nur eine Vertiefung. Und wenn du dieses Wertgefühl hast, dann kannst du auch die Liebe von anderen Menschen ganz anders annehmen. Ohne dieses Wertgefühl könnte es sein, dass du die Bedenken hast, ob du überhaupt wert bist, geliebt zu werden. Und wenn dann jemand auf dich zugeht und sagt, er möchte dir seine Liebe zeigen, dass du dann daran zweifelst, ob der überhaupt das ehrlich meint. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Und dann kann es sein, dass der Liebe für dich da ist, aber du verhungerst am gedeckten Tisch. Ja, das kenne ich gut.
Und auch für den anderen ist es natürlich schmerzlich, wenn er sieht, dass seine Liebe zu dir bei dir gar nicht ankommt. Ja. Ich habe das nicht gewusst, dass das im Zusammenhang steht. Also im Herz. Ja, drum erwähne ich das jetzt, damit du es im Zusammenhang verstehst. Und wenn du jetzt dieses neue Wertgefühl hast, dann kannst du in Zukunft die Liebe von anderen ganz anders nehmen, bis du richtig satt bist, ohne Bedenken, weil du weißt, du bist es wert, geliebt zu werden. Das fühlt sich, das sind super Aussichten. Und wenn du diese Fülle an Liebe dann annehmen kannst, dann kannst du sie auch weiter schenken, ohne Bedingungen, ohne Absicht an andere, einfach nur, weil du sie magst. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Und es verändert deine Beziehung. So, dafür war jetzt dieses wahre Selbst der Oma wichtig. Stell es mal wieder zurück. Ja, ich habe auch eine große Dankbarkeit. Ja. Jetzt. Und jetzt gehst du mal mit dem roten Klötzchen, das ist die Bettina von heute, zu deinem eigenen wahren Selbst, was gerade geweckt wurde durch die Begegnung mit dem wahren Selbst der Oma. Und schau mal, wie fühlt sich das jetzt an? Wenn du jetzt eins wirst mit dieser Bettina die Karte geben, erlebt hat, dass sie wert ist, geliebt zu werden von dieser Oma. Jetzt kommt da noch eine ganz andere Freude mit rein. Eine Freude und eine Dankbarkeit. Also dankbar über sich selbst sein. Ja. Für sich, für seine Gaben und seine Person und so. Also es ist nochmal eine ganz andere Qualität. Es ist schön, wie du das. Eine kleine Bewunderung ist sogar da hier mit drin. So. Ist irgendwie so eine ganz große Wertschätzung. Ja. So fühlt sich das jetzt an. Ja. Das ist doch wunderbar, dass du das so spüren kannst. Das bist eigentlich du, das ist dein Potenzial. Und jetzt könntest du mal einen Blick werfen auf diese kleine Vitale Bettina, der es in dieser Familie nicht immer so gut ging. Und leg mal die Brille dieser Familie ab. Gibt es an dieser kleinen, vitalen, unangepassten Bettina etwas auszusetzen? Überhaupt nicht. Dann kannst du sagen, du bist goldrichtig genauso, wie du bist. Du bist goldrichtig genauso, wie du bist. Und schade, dass diese durch Trauma verwirrte Familie dir das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass durch ihr Trauma verwirrte Familie dir das gar nicht sehen und erkennen konnten. Mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat das nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Und das hast du auch nicht verdient. Jetzt leg mal einen Finger auf diese kleine, vitale Bettina. Wie geht's der, wenn sie das heute von dir hört? Ja, die war vorher so ganz quirlig und aufgedreht und jetzt die so ganz kuschelig und so verschmust. Die hat Lust, sich anzulehnen. Ja, also das kann sein, die im Grunde wusste die immer schon, dass sie stark ist und gut ist. Ja? Aber das Problem war halt, dass du das noch nicht so wusstest. Ja, und ich habe das Gefühl, die hat auch nicht mehr das Gefühl, also die hat jetzt auch keine Angst mehr, sich auf diese Nähe zuzulassen. Das war so ein bisschen da. Ja, die kann jetzt auch mit dir mehr näher. Wenn sie merkt, dass sie überhaupt wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Ja, die will ja auch ganz nah hier hin. Ja. Und wie war es denn, wie die kleine Bettina auf die Welt kam? Konnte die Eltern sie begrüßen ohne Wenn und Aber? Oder gab es da schon Probleme? Ja, da war es auch nicht so ganz geplant. Dann könntest du, wir wissen ja, dass so eine Begrüßung wertvoll ist für ein gesundes Selbstwertgefühl und das könntest du jetzt nachliefern für die kleine Bettina. Was hältst du davon? Ja, das macht man nochmal. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso wild und unangepasst bist wie eine Wölfin. Und wie schön, dass du so wild und unangepasst bist und unbändig wie eine Wölfin. Und wie schön, dass du so zart und verschmust bist wie ein Kätzchen. Wie schön, dass du so zart und verschmust bist wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch schon eine ganz besondere. Und so eine ganz besondere. Wie geht es dir der kleinen Bettina, wenn sie das von dir hört? Die fängt an zu schnurren. Und hat diese kleine Bettina in dieser Familie einiges schmerzlich und verwirrend erlebt, aber sie hat es überlebt.
Das gab es auch körperliche oder seelische Verletzungen, kannst du dich daran erinnern? Ja, körperlich nicht. Naja, in Form von Bewertung, ne? So. Abwertung, Naja, Vernachlässigung. man wurde einfach bewertet durch ja, Abwertung. Ja, doch, in irgendeiner Weise schon immer so unter den, ist ja nur Schwarzmantel, aber schon auch Ja, verstehe. verletzend irgendwie eigentlich. Du kannst auch zu der Kleinen sagen, danke, dass du das damals alles ausgehalten hast. Danke, dass du das damals alles ausgehalten hast. Das war nicht immer einfach. Das war nicht immer einfach. Und trotz allem haben wir beide das ja nochmal ganz gut hinbekommen. Und trotz allem haben wir das doch ganz gut hingekriegt, wir zwei. Und wie ist es für die Nein. Kleine, wenn sie das von dir hört? Ja, hört zu gern. Gut. Und du konntest sie damals nicht schützen, aber heute ist es ganz anders. Heute lass ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst, Dass du abgewertet wirst, dass du abgewertet wirst, dass du benutzt wirst, dass du benutzt wirst. dass dir deine Freude vergällt wird. Dass dir deine Freude vergällt wird. Wie ist das für die Kleine, wenn sie das hören? Ja, genau. Ich will mich Freude haben dürfen. Und an dieser Stelle will die Kleine dir was ganz Wichtiges sagen. Sie will dir sagen, ich habe das damals alles überlebt. Ich habe keinen Schaden davon getragen. Es ist wichtig, dass du das heute weißt. Wie kommt es an bei dir? Ja, das sehe ich auch so. Ich Haben sehe wir das gleich ja drin. gesehen. Die war ja sofort so vital da. Die hat ja sofort ihre Power. Ja. Und dann. Was sie sagen möchte, ich brauche jetzt nicht dein Mitleid. Ich brauche auch keine Schuldgefühle. Ich möchte endlich mit dir auf die Wolfsparty. Jo, jo, jo. Das sehe ich. Ja. Die trampelt hier die ganze Zeit schon rum und sagt, los, jetzt wär mal fertig mit deinen. Ja, wie ist es denn, kommt, kann es sein, dass heute die bedürftige Seite von Bettina manchmal zu kurz kommt? Die dürftige Seite. Ja, die war nicht so zugelassen, ja. Ist es. So Du soll der hast nicht gelernt, die wahrzunehmen. Dann kann es Ja, sein, dass wahrzunehmen schon, aber nicht so, da hat man sich eben auch wieder selber überfordert. Also genau. ja. Ja. Und hast du Partner oder Kind? Ja. Und manchmal will man dann dem eigenen Kind das ersparen, was die kleine Bettina erlebt hat. Das kann dazu führen, dass man die Kleine eher verwöhnt. Wie war das bei dir und deinem Kind? Ja. Also, naja, ich, ach, nee, naja, Manchmal eher auch nicht. ist es auch so ambivalent, dass man teils sie verwöhnt, teils sie aber auch irgendwie vernachlässigt. Ja, also genau, da, überfordert, auch wieder überfordert irgendwie, dass man sagt, du schaffst das schon, also eigentlich das, was die gebraucht hätte. Dass sie das nicht bekommen hat. Ja. Dann will man den anderen das da doch schon irgendwie ersparen oder das da, aber das ist ein anderer Mensch. Und gleichzeitig kann es sein, dass die kleine, bedürftige Bettina auf der Kellertreppe saß bei Trockenbrot und Wasser. Wahrscheinlich schon und hat es aber nicht gemerkt, bis der Körper geschmerzt hat. Genau. Und manchmal denkt man auch, naja, da gibt es einen Partner, der könnte doch eigentlich sich auch mal um meine Bedürfnisse kümmern. Ist ja naheliegend, aber es geht meistens schief. Ja, naja, das hat man eher gar nicht zugelassen, diese Nähe, so, dass er das machen durfte. Da konnte das ja eh nicht so gut. So war eher der Gedanke. Also bevor du enttäuscht wirst, hast du gar nichts von ihm, lieber gar nichts von ihm erwartet.
Ja, dann machst du es doch lieber selbst. Eher so. Aber Genau. da, also das war eher die Seite, die auch mal annehmen kann, die Unterstützung, die war blockiert. Ah ja, verstehe. Ja, vielleicht, weil du nicht in so eine Abhängigkeit kommen solltest. Genau, das war das Schlimmste. Keine Abhängigkeit. Dann konntest du auch so eine freundschaftliche, freundschaftliche Zuwendung konntest du manchmal gar nicht so annehmen. Nee, also zumindest nicht in der Partnerschaft. Ja. Ja, also jetzt, was die Kleine angeht, jetzt hatte die ja erstmal die Eltern, die sie gar nicht richtig wahrnehmen konnten, die Mutter vor allen Dingen, du selber kannst sie mit ihren Bedürfnissen auch nicht immer wahrnehmen und dem Partner hast du sie anscheinend auch gar nicht anvertraut und der wäre ja auch gar nicht zuständig gewesen. Wen Ja. brauchte denn diese kleine, vitale Bettina eigentlich? Ja, mich. Ja, und zwar rot und gelb zusammen. Ja. Und dann könntest du doch mal zu der Kleinen sagen, für dich bin nur noch ich zuständig. Für dich bin nur noch ich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor meinem Kind. Noch vor mein Kind. Ist es für dich, wenn du das sagst? Das fühlt sich gut an. Ja. Richtig. Ja. Und ich überlasse dich auch nie wieder diesem Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nicht wieder den Herrn an meiner Seite. Du darfst freundlichen Kontakt mit ihm haben, aber zuständig bin ich. Du darfst freundlichen Kontakt zu ihm haben, aber ich bin für dich zuständig. Ist das für die Kleine? Das ist okay. Und wie ich sie einschätze, wird sie unbedingt was anstellen? Geht es überhaupt bei dir oder geht es bei dir eher so kontrolliert und pflichtgemäß zu? Also, die darf, klar. Dann mache ich nochmal ein konkretes Angebot. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und natürlich stehe ich Schmiere für dich. Und natürlich stehe ich Schmiere für dich. Ich möchte gerne wieder Freude und Spaß mit Ich möchte gerne wieder Freude und Spaß mit dir haben. dir. Wie ist das für die Kleine? Ja, da hüpft das Herz. Dann nimm sie doch mal an dein Herz, diese kleine Vitale, und schau mal, wie fühlt sich das an. Und diese kleine Vitale, Bettina, deren Kraft wir ja kennen, deren Vitalität wir kennen, wenn die jetzt aber bei dir einen sicheren Platz hat, da wird sie so angenommen, wie sie ist. Auch wenn sie mal schwach oder bedürftig ist, dann wird sie geschützt und dann darf sie sogar ihren Spaß haben. Das ist total schön, das fühlt sich total lebendig an, wie so eine Blüte, die aufgeht. Also ganz Schön. Und dann schön. nimmst du nochmal die zwei anderen Klötzchen noch dazu, auch an dein Herz, rot und in alle drei an dein Herz. Schau mal, wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente jetzt eins werden, die so lange Zeit getrennt haben? Ganz leicht. Leicht und. Und frisch und schön einfach. So kann man stundenlang einfach nur sein. Schön. Ich denke, jetzt stellst du sie mal wieder auf den Tisch, die drei Klötzchen, und in dieser Stimmung schaust du mal zurück auf deine Oma. Wie geht es jetzt mit der Oma? Einfach liebevoll. Ich gucke dahin, das ist ganz liebevoll, das ist meine Geschichte. Das ist interessant, aber bewegt, also tut mir nicht, behindert mich nicht. Nun sieht es hier so aus, dass du sie unbewusst noch festgehalten hast, mit ihr identifiziert hast, mit ihr und mit ihrem Schicksal. Und dann könnte es sein, dass die Oma ihren Frieden gar nicht finden konnte und du konntest gar nicht in dein eigenes unbeschwertes Leben. Das wäre dann wie eine Lose-Lose-Situation. Und du könntest daraus eine Win-Win-Situation machen, wenn du sie loslässt. Ja, gern. Dann könntest du ja sagen, Oma, vielleicht habe ich unbewusst durch mein Leiden dich in deinem Leiden noch festgehalten. Oma, vielleicht habe ich unbewusst durch mein Leiden dich mit deinen Leiden noch festgehalten. Für dich ist es schon lange vorbei. Für dich ist es schon lange vorbei.
darfst jetzt endlich dahin gehen, wo auch du deinen Frieden findest. Du darfst jetzt endlich dahin gehen, wo auch du deinen Frieden findest. Und zu deinem Bruder. Genau. Wie fühlt sich das an, wenn du das sagst? Das fühlt sich total richtig und schön an. Nun, leg mal einen Finger auf das wahre Selbst dieser Oma. Wie wird es dem wahren Selbst der Oma gehen, wenn die sieht, da gibt es eine wunderbare Enkelin und die kommt jetzt in ihr eigenes Leben hinein. Wie wird es für diese Oma? Ist wunderschön und es strahlt so wie von oben herab, wie so ein Schutz fühlt sich das an. Ja. Wie so ein Segen. Ja. Mhm. Und ich denke, jetzt kann dieser Segen, der vielleicht schon immer da war, den kannst du jetzt richtig zulassen. Und ich könnte auch nochmal sowas formulieren. Wäre das okay für dich, wenn ich das sage? Ja, bitte, danke. Also, ja, das wäre sehr schön. Und man könnte sagen, Bettina, ich gebe dir gerne meinen Segen. Liebe dein eigenes Leben. Liebe deine Freude und deine Vitalität. Du bist frei. Ja, schön, danke. Und dann stellst du die Oma und ihr das blaue Kätzchen neben ihr Geschwister ins Licht. Ja, mach's gut, Großmutter. Und die zwei Klötzchen, drehen sich jetzt um, gehen in die andere Richtung, jetzt hier und jetzt über eine Grenze und schauen mal, wie fühlt sich das jetzt an. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn du so nachspielst? Ja, das ist der Neuanfang. Es fühlt sich leicht an. Leicht und schön und auch so fest, was ich habe auch das Gefühl, so von hinten gestützt, so, ja. So gehalten, so. Ja. Danke.